Weiter geht's mit Need for Speed Unbound. Wir machen weiter und gucken mal gerade rein. Oh, oh. 1 vs. 1 gegen für den 190E. Aber wir müssen hier vier. Warte mal, das ist ja das Plus-Auto, ne? Corvette verkaufen und das Auto da? Ja, ich muss doch brauchen, ja, ich brauche das Auto, ja. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier vielleicht ein bisschen Kohle zusammen verdienen. Ich überlege gerade, ich will nämlich das Auto Dings haben. Erstens sind das 128.000 und das mit der Wagen. Und dann hätte ich zumindest ein Bombenauto, aber ich will jetzt gerade gucken, ob ich einen Mercedes McLaren. Auch hier sind 64.000 drin. Ich muss jetzt gerade gucken, ob ich hier vernünftiges euch ein Rennen habe. Takeover. 12.000, weil ich die Kohle nicht habe dafür. Bei vielen Rennen. Ich muss jetzt ein Rennen fahren, wo ich Geld verdienen kann. 56.000. Lexheit. Ja, fahren wir Lexheit. Sind wir schon lange nicht, also was heißt lange nicht gefahren, aber sind wir schon lange nicht gefahren, ja. Wie auch immer. Also ich will so, ich will jetzt Geld verdienen. Also ich will jetzt eigentlich mehr oder weniger eine Mercedes. Boykottieren wir die Wahl, stürmen wir das Rathaus, ziehen wir die Bürgermeisterin zur Rechenschaft. Süße, bist du da? Ich habe uns Hackbraten zum Abendessen gemacht. Und dann kann ich den hier verkaufen wieder. Hab da ein bisschen Kohle in der Tasche. Alles gerade stehen, was sie getan hat. Und dann können wir uns Grand gehen. Süße, kannst du mich hören? Was machst du denn da drin überhaupt? Du pisst dich mit deinem Scheißkopf. In meinem Zimmer, Mom. So redest du nicht mit mir, junge Dame. Ich komme gleich rein und bleib einfach draußen, ja? Genau davon rede ich. Diese Unterdrückung muss aufhören. Was machst du da? Mit wem redest du? Sekunde. Machst du einen Podcast? Nie ja. Mit dem Polizeistaat der Bürgermeisterin. Elia Michelle Stevenson. Hast du mich gerade im Radio schlecht gemacht? Mir doch egal, ob du meinen vollen Namen benutzt. Oh, Mom, das ist das Internet. Du bist so ein Boomer. Junge Dame, mach das jetzt sofort aus. Ich mache das nicht aus. Ich lasse das an und die Leute werden das hören. Geh raus. Ich habe das Recht auf freie Meinungsäußerung. Versuch's doch. Und ich habe das Recht als Mutter, dir deinen Internetzugang zu sperren, Fräulein. Wow, das Mittagessen wird unangenehmer als das eine Mal, als Rydell Rinderbrust bei Lakeshores Vegan Food Fest serviert hat. Klar, wir verdienen jetzt Geld ein bisschen, weil ich, wie gesagt, den Mercedes gerne hätte. Aber das werden wir wahrscheinlich frühestens erst in der Nacht nächste Nacht fahren müssen. Das dauert, wird also noch ein bisschen dauern, weil ich die Kohle, ich habe, ich ärgere es gerade ein bisschen, weil ich brauche ja die Karre dafür. Oder ich verkaufe eine meiner ersten Autos. Wäre eine Idee und dann quasi dafür. Ich überlege gerade, was machen einfach. Statt hier jetzt in Rennen zu gehen. Wir fahren das Rennen und dann verkaufe ich wahrscheinlich einer der ersten Autos, mein Eclipse oder so, weil ich will eben wahrscheinlich sogar noch ein anderes Auto haben für den. Fürs erste Dings. Weil ich überlege, ob ich den kleinen Porsche mitnehme, den 911er. Den nehmen wir vor ein paar Folgen, zwei, drei Folgen oder so hat man den, glaube ich, als Hohlfahrzeug. Was ist denn heute los mit den scheiß Cops? So, Event. Like that. Eleanor. Wir haben ja den Dings GT. Ich hoffe, du bist eine Herausforderung. Ich bemühe mich. Das war jetzt keine Absicht, die ist mir nämlich voll genau vor die Karre gedriftet. Ja, da kommen natürlich die Cops dazu. Boah. Chase führt. Jetzt sind wir im Rennen.
Scheiße! Ich krieg seit einigen Jahren nichts mehr geschissen. Runde. Oh, das ist ein Rundenkursrennen. Das Problem, ich krieg die nicht, ne? Ja, leider nicht. Knapp dran, aber nicht wirklich machbar. Aber wir können sie nochmal fahren. Ich fürchte, dass wir trotzdem erst in die nächste Nacht können. Du Arsch, Alter. Ernsthaft? Oh, Mann! Natürlich fährt Cheers wieder vorne weg. Sache habe ich diese. Gewöhn dich nicht dran. Hast du sowas nötig? Scheiße, Mann! Hau doch mal ab jetzt von mir! Das werden wir nicht schaffen. Wir werden maximal nur Dritter. Das kotzt mich heute schon wieder an. Wieder die 2, ey. Weil da ein scheiß Fehler mit drin ist, mit diesem scheiß Zurücksetzen. Und weil die alle mich da schön weggedrückt hat. Weil die mich da schön in den Wald gedrückt hat. Komm mal, ich will das Ding doch einfach irgendwann mal schaffen. Ich kotze mich gerade einfach mal an, ey. Ich krieg momentan nichts wirklich, was Rennen betrifft. Momentan nicht wirklich, nicht wirklich viel gebacken. Ja, verpiss dich jetzt nicht. Hast du sowas schon mal gesehen? Hey, oh, Leute, geh mir nicht auf den Senkel mit deinem Scheiß, ey. Ich bin nur Sechster. Siehst du den Wagen hinter dir? Das bin ich. Das interessiert mich im Feuchten. Du bist gerade mir ins Auto gefahren. Zentrale, Streif ist jetzt vor Ort und hinter dem Ziel her.
Mann, mit deinem scheiß Kopfauto, Alter! Weil die mir langsam das Rennen versauen. Das kann doch nicht sein. Jedes Mal hast du eine so eine Nummer, dass du mir das Rennen versaust. Genau das, das ist mich das, was mich aufregt dann in dem Moment. Das ist jedes Mal das, was mich aufregt. Ein Ding passiert immer, dass mir das ganze Rennen versaust. Ich muss da vorbei. Ich muss dich wegdrücken in den Wald. Das geht mir dann, das ist das, was mir dann einfach nur auf den Sack nur noch nervt. Ah, die Versitze. Hau ab jetzt. Nee, geh mir nicht, dann fahr einfach nicht, fahr nicht weiter, sondern bleib stehen. Ich bin schneller vorne, als du gucken kannst. Zentrale, streife den Verfolgung auf. Mist, er wird lahmgelegt. Ich glaube, der Gegner ist gerade in das Auto gefahren. Kann das sein? Ich habe einen kleinen Vorsprung. Ich bin jetzt mal Erster. Weil das ist. Ja, natürlich. Nö, nee, Verkehr gesagt. Niemand besiegt mich. Streife nimmt jetzt Verfolgung der Zielperson auf. Ist mir gerade herzlich egal. Hauptsache, ich hab's geschafft, das Rennen. Ich sag ja, wenn nicht mal irgendeine Scheiße passiert, kannst du so ein Rennen locker gewinnen. 6 Sekunden waren es am Ende. Und dafür habe ich 6600 Dollar bekommen. Jetzt haben wir noch eine Verfolgungsjagd, geil. Entschuldigung, wir haben natürlich keine Safe Houses, ne? Ja, ist doch schön. Warte mal, da kann ich mal ganz kurz auf meiner Zelle. Oh Gott, ich muss da echt, das ist das Kotzen echt. Ich befürchte, wenn das Quent durch ist, war alle, da war allerdings weg. Sehr schön. Zurück zum Versteck. Also 10 Stunden Speedruns, okay. So, Luca, wie weit das da weg ist. Das sind 6 Kilometer noch. Wie gesagt, wir müssen ja eh einmal quer durch die gesamte Staffel. Kann ich da irgendwie durch? Wäre schön. Wenn ich ein bisschen das Ganze abkürzen könnte. Gerade was die Cops betrifft, hätte ich sie gerne ein bisschen Ruhe. Aber den Baum habe ich jetzt. Hier ist irgendwo ein Treffpunkt. Oder komme ich nicht durch? Komme ich durch, ja.
Hier ist ein weiterer Treffpunkt. Ich befürchte, dass wir dann wechseln. Wenn wir nämlich auf die Nacht wechseln, fahren wir in der nächsten Folge definitiv das Duell. Oder versuchen es zumindest. Ansonsten müssen wir gucken, dass wir noch ein bisschen Kohle verdienen. Ja, ich will eigentlich gerne das Auto verkaufen. Weil mit den 128.000 kann ich mir locker ein neues Auto aufbauen. In der Klasse. Deswegen werden wir wahrscheinlich den Eclipse verkaufen. Gucken, halt, wie gesagt. Das, was sie für eine Reichweite haben. Ansonsten fahren wir dann gleich am Tag zwei Rennen. Oh, Alter, geh mir nicht auf den Sack mit einem Scheißkopf, ey. Aber ich befürchte, wie gesagt, dass wir danach auf den Tag wechseln müssen. Das Duell gegen Herz auf Rocky, ich hab... Da ist... Ja, klar, natürlich! Person mit überhöhter Geschwindigkeit in einem Nissan. Alle Einheiten. Das Objekt wurde soeben bei University Central gesichtet. Die Streife hilft euch aus! Ist abgehauen. Jo, zum Blöd, ne? Aber wir haben trotzdem... Für das bisschen haben wir $100 gekriegt. Juhu! So, ich will nur ganz kurz mal. Warte mal, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie runterkommen. Von der Auto, von der Straße. Slung Betonwände. Ist nicht zerstörbar. Wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt rübergehen in die. Von der Nacht in den Tag. Mit Ansage. Scheiße, ich hätte es gerne anders gehabt, aber gut. Zurück zu Freitag. Habe ich. Ja, bitte. Sind wir tagsüber Freitag? Ja, ne? Die in unserer Stadt ihr Unwesen treiben, ist meine Botschaft offensichtlich noch nicht angekommen. Heute Nacht wird das LPD in höchster Alarmbereitschaft sein. Was auch immer diese Hooligans vorhaben, wir sind bereit. Warum sagen die wir? Als ob die irgendwas tun würde. Kiddo, kannst du dir vorstellen, wie Stevenson in dem Crown Vic angefahren kommt? Das kostet ja mit der McLaren 397, 372. Wieso habe ich eigentlich zwei ABS? Warte mal, ASS A Plus. Oh, oh. Ich muss den sowieso verkaufen, den Wagen hier. Weil ich ein A Plus Auto brauche. Ja, ich brauche ein A Plus Auto und kein S Plus Auto. Ich brauche ein A-Plus-Auto. Das ist schön. Das habe ich voll vergessen. Ich habe jetzt gerade auf Geschwindigkeit am Bauen. Nee, ich brauche ein A-Plus-Auto. Deswegen wundere ich mich. Warum habe ich den verkauft? Ey, scheiße. So, jetzt muss ich gerade was gucken. Man geht mir doch nicht auf den Senkel. So, ich muss gerade was gucken. Was habe ich gesagt? S plus, ne? Ne, A plus habe ich gesagt. A plus brauche ich.
A plus, A plus. Was haben wir denn hier? Aston Martin DB11 kostet der. Oh, der kostet ein bisschen Kohle, ne? $145.000. Dann müssen wir wahrscheinlich sogar noch ein Rennen fahren. Aston Martin DB11 kostet das, ist das, ne? Umgekehrte Reihenfolge. Scheiße. Voll verkraft, dass ich den. 37.000. Das Plus. Jetzt muss ich mir tatsächlich noch ein Dings kaufen. Das Plus, hier ist ein, das ist ein Bugatti. A plus, so war es richtig, Mann. Warte mal, S plus. Bewertung, so ist es richtig. Das suche ich gerade. Das ist dieses Auto hier. Und da muss er noch Geld reinstecken. Oder? Nee, warte mal. A plus ist. Doch, A plus geht ja noch. Ich werd jetzt wahrscheinlich ein kleines Rennen fahren und dann werde ich das irgendwie verkaufen. Aber ich brauche auch ein bisschen Kohle für das Out, für das Duell. Wir werden uns den tatsächlich kaufen, ja. Aber wir werden jetzt noch ein paar Rennen fahren, würde ich sagen. Ich spare mir die Kohle, ich habe jetzt ein bisschen Kohle zusammen. Und dann werde ich mir den, werde ich gucken, dass ich die Dings raushaue. Ja, und dann werden wir das machen, definitiv. Warte mal, A plus, was ist der hier? Einer? 160.000. Nee, das wird TDA auf jeden Fall werden. Gut. Wir werden jetzt gucken, dass wir noch zwei Rennen fahren, dass wir dann nochmal in die Nacht springen. Dann fahren wir das Duell mit Aston Martin, gucken, dass wir die Mercedes kriegen und die Dings haben. Dann kann ich mein Auto dazu verkaufen. Und dann gucken wir mal, dass wir dann auch mal die Kohle fürs Gwen zusammen haben. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder bei Let's Play Need for Speed Unbound.